Style ist super wichtig. Style ist aber auch immer so eine Sache, gerade in Nachrichtensendungen. Da sollte auf keinen Fall auch nur das kleinste Accessoire von den wichtigen eigenen Worten ablenken. Tja, das hat leider SPD-Flüchtlingsexpertin Rita Schwarzel-Ürsutter nicht ganz verstanden und einen ganz anderen Weg gewählt. Und wir sprechen jetzt mit der SPD-Politikerin Rita Schwarzel-Ürsutter. Sie ist im Innenministerium mit zuständig für die Flüchtlinge. Guten Tag. Guten Tag, Frau Kojuli. Sehen Sie das auch? Können wir das bitte einmal ein bisschen näher haben? Hör mal, da bist du einmal im Fernsehen und das, was du sagst, ist das Wichtigste überhaupt. Und dann sagst du dir, ja, dann nehme ich doch den Frosch für den Hals. Ja. Ich glaube, das nennt man dann wohl einen Frosch am Hals. Ich glaube übrigens, Rita Schwarzel-Ürsutter trägt die Kette nur, um von ihrem reichlich beknackten Nachnamen abzulenken. Ja. Liebe Grüße, ihr Sebastian Puffpaff. Ich habe sehr viele Froschketten zu Hause. Prominent getrennt, absolute Lieblingssendung, gab es auch wieder. Und da hat mein neuer bester Freund Gigi zur Abwechslung mal nicht an seiner Ex Michelle rumgeschraubt. Nee. Er war einfach mal mit den Jungs unterwegs und das scheint ihn mächtig beeindruckt zu haben. Schlaff, schlapp und geschlaucht schleppt sich die Burschenschaft ins Basislager zurück. Ich hab so Bock, dass mir jemand einen bläst. Ja? Boah, übel Bock. Ich hab so Bock, dass mir einer einen bläst. Und der andere noch, ey, echt cool. Ja. Super höflich formuliert von Gigi, also muss man sagen. Ja. Und auch gleichberechtigt und wie divers, ne? Ging ja auch an die Jungs. Ne? Also ist ja eigentlich hier, oder? So, eine reine Männernummer diesmal. Kann ich beginnen? Ja, und liebe Leute da draußen, wenn Sie Gigi das nächste Mal über den Weg laufen, tun Sie ihm einfach mal den Gefallen. Wir müssen viel mehr aufeinander zugehen.